Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Ja, heute soll es ja stürmen irgendwie in Deutschland. Ich hoffe, dass ihr nicht betroffen seid. Man hört natürlich immer wieder schlechte Nachrichten, Horrornachrichten. Haben wir alle gar keine Lust zu. Ja, hoffen wir mal wirklich. Ich muss gleich mal erstmal den Sohnemann schreiben, gucken, ob jetzt Rheinland-Pfalz auch betroffen ist. Soll es ja. Bin mir aber nicht sicher, wie oft wird was gemeldet, trifft aber nicht ein. Deswegen, wir sind optimistisch. Jetzt die Horrornachrichten. Die eine Nachricht ist eigentlich schon von Februar, kam jetzt aber erst so richtig raus. Jetzt fragt ihr euch, warum berichtet die Katja davon heute? Es wurde im Februar aber schon nur ein Bericht darüber berichtet. Ja, und es ist so keinem aufgefallen, keiner hat irgendwas gesagt, nur mal so ganz kurz eine Nachricht gewesen, also so Nachrichten, und dann war auch schon wieder Schluss. Jetzt hat das aber Ausmaß genommen, weil hier in der Türkei gibt es wohl Fleisch her. Ich meine, manche, die machen es wohl legal, die dürfen das irgendwie oder durften das, fragte Henker. Ich wusste davon nichts, aber es gibt welches, die haben Rindfleisch, also als Rindfleisch verkauft, war aber Schweinefleisch irgendwie mit untergemischt. Nicht nur Schweinefleisch soll untergemischt gewesen sein, sondern auch Pferdefleisch soll untergemischt gewesen sein. Berichte dazu gibt es auch. Ja, ich verlinke euch das mal unten. Den Bericht von Februar, den verlinke ich euch auch mal unten, weil der ist ganz interessant, weil in Izmir sind wohl, also ich kann euch nur wiedergeben, was in diesem Bericht steht. Deswegen verlinke ich den unten. Bevor ihr irgendwelche böswilligen Kommentare oder so reinschreibt, ich verlinke es euch unten, ja? Ich hänge keine Fotos an, da muss ich wieder Bildquelle, bla bla bla, sind verschiedene. Deswegen, ich verlinke euch das unten gerne. In Izmir soll schon am 1. Februar wurde berichtet, also schon davor, am 1. Februar wurde berichtet und davor ist es aber schon geschehen, mehrere Menschen eingeliefert worden seien in ein Krankenhaus mit einer Infektionskrankheit, die, was die ja skeptisch gemacht hat, nur ausgelöst werden kann durch Schweinefleisch. Wusste ich auch nicht. Also, dass Schweinefleisch ungesund ist, weiß ich. Nicht nur, weil man Moslem ist, auch wenn man Christ ist. Immer noch, egal ob Altes Testament, Neues Testament, Leute, Christen sollten es nicht essen, was ihr natürlich macht. Man sagt ja nicht, ihr dürft nicht, ne? Was ihr natürlich im Endeschluss macht, ist eure Sache. Jetzt anscheinend stand in Alanya, verlinke ich euch auch, soll das auch ein Restaurant betreffen, wo hier in Alanya ist. Oder soll betroffen gewesen sein, wo ich sage, wir waren einmal in dem Restaurant, jetzt nicht, dass ich es rausgeschmeckt habe. Mir hat es dort nicht geschmeckt. Ich glaube, uns allen hat es dort eigentlich gar nicht geschmeckt, deswegen sind wir da gar nicht mehr hin. Wir waren einmal dort und nie wieder. Was dort richtig lecker geschmeckt hat, war deren Hamburger Soße. In so Glas haben die auch verkauft. Der Name steht eigentlich schon fest, der Name wurde auch veröffentlicht. Ich nenne den Namen hier nicht, weil, nein, das ist mir alles zu unsicher. Forscht selber nach, der Name steht eigentlich schon fest. Auch in den Berichten steht ganz groß drin, von denen, wo die Kontrollen machen, welcher Laden es war. Also es ist offiziell. Finde ich schon ein bisschen der Horror. Jetzt kommen bestimmt einige, ah ja, es gibt mehrere, die Moslems, die Schwein essen. Und es gibt auch christliche Türken und die essen auch Schwein. Leute, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass etwas als Halal verkauft wird und nicht ist. Darum geht es erstens. Und wenn ihr schon anfängt mit Moslems und Christen, man hört, nicht man hört, sondern man, wenn man was befolgt, dann nicht das, was einem gefällt, sondern das, was in der Bibel steht. Nur mal so ganz kurz nebenbei erwähnen. Ja, war ich wirklich schon geschockt, weil hier in Deutschland sind wir eigentlich nicht so gerne essen gegangen, weil man hat dem Ganzen nicht so getraut, ne? Manchen Dönerläden noch nicht mal getraut. Ja, also wenn wir hier ausgehen zum Essen, dann höchstens Stück Fleisch, wo man auch sieht, weil das kann man schon unterscheiden,
ob es Rind ist oder Schwein ist. Na, wenn da jetzt auch steht Putenschnitzel, wäre ich mir vielleicht auch nicht, werde ich mir, glaube ich, draußen auch nicht mehr so bestellen. Ich bin mir da jetzt ein bisschen unsicher geworden. Man soll sowieso mehr zu Hause kochen. Wir waren so viel draußen die letzte Zeit, weil da Besuch. Ich glaube, man zu Hause kochen ist immer noch am gesündsten. Ist so. Ist einfach so, weil ihr wisst, da sind keine hier Verdickungsmittel und sonst sowas drin. Fand ich aber schon richtig heftig hier mit dem Schweinefleisch. Hätte ich nicht gedacht. Der nächste Skandal, da war wohl eine Lady, das war im September, die hat in Reddit, irgendwie Luft gelassen über Istanbul. Sie hätte da 3-4 Tage Urlaub gemacht. Ich möchte hier keinen beschuldigen. Also sie hat dort 3-4 Tage Urlaub gemacht. Sie wollte da irgendwie ein Gebäude, hänge ich euch auch unten dran, abfotografieren, wo wohl ihr Großvater gearbeitet hat. Der Wachmann war natürlich sauer und hat mit ihr geschimpft und irgendwie dann Geld verlangt. Ich steht nicht drin, was für ein Gebäude. Dann war da irgendwie mit diesem Schuhputztrick und man hätte... Das fand ich schon komisch. Leute, das fand ich wirklich komisch. Ich beschuldige hier keinen. Ja, aber sie hat ja so ausführlich... Lest euch mal den Text durch. Schuhputztrick. Und man hätte bei ihrer Freundin umgerechnet 20 Euro aus der Handtasche den gesamten Börseninhalt. In meiner Börse, also ich habe eigentlich kein Geldbeutel. Ja, ich habe ein Ding, wo ein bisschen Geld drin ist, aber mehr Karten drin sind. So. Hatte ich in Deutschland auch nicht so. In Deutschland hatte ich immer einen Geldbeutel, wo mehr Geld drin war und keine Karten drin waren. Hier ist es umgekehrt. Da habe ich einen Geldbeutel, wo mehr Karten drin sind, aber so ganz wenig Geld drin ist. Na, eigentlich fast so gut wie gar nichts. Den gesamten Börseninhalt, also die 20 Euro, nichts erwähnt von Krankenkarten, Führerschein, Perso. Da hatte die wohl nur umgerechnet 20. Vielleicht hat sie auch nur so eine. Vielleicht hat sie das andere Zeug im Hotel gelassen. Weiß man nicht, stecke ich nicht drinne. Es wird nur hier viel wieder mit dem Finger drauf gezeigt. Ich sage ja immer wieder, erst war es die Ohrfeige, ihr wisst schon. Dann waren es die Hunde. Dann war es hier, dass alles überteuert ist. Ja, ach, darüber hat sie sich auch beschwert. Alles überteuert ist. Da war noch eine Kundin, die da wohl auch Luft gelassen hat. Sie hätte so und so viel bezahlen müssen, deswegen hat sie nicht gebucht. Ja, dann habt ihr halt nicht gebucht. Ich frage mich nur, ich habe jetzt auch einen Bericht gelesen, irgendwas von Malle dort. Da hat eine Krokette, liebe Leute, eine Krokette, fast 4 Euro gekostet. Finde ich nicht gerade günstig, aber ab nach Malle. Nein, war jetzt nur Spaß beiseite. Überall auf der ganzen Welt ist es teuer geworden. Auf der einen Seite ist das teurer geworden, aber das nicht. So wie hier ist Fleisch extrem teuer, Gemüse und so nicht. Oder die Grundnahrungsmittel geht eigentlich. Ich mache oft genug Videos, schaut doch da einfach rein. In Deutschland sind die Einlebensmittel viel teurer geworden, Obst und Gemüse, aber dafür das ganze Junkfood nicht, Pizza und Co. Ja, alles hat seine, jedes Land hat seine Schattenseiten. Ihr möchtet doch auch nicht, dass jemand bei euch immer drauf mit dem Finger zeigt. Wäre eigentlich gut, wenn ihr das hier auch nicht macht. Das mit dem Fleisch ist jetzt wirklich ein Skandal, finde ich der Horror. Gut, dass ich gestern schon zu Hause gekocht habe. Und heute erstmal, na, werde ich auch mal gucken, was ich nachher koche. Euch einen schönen Tag. Bis denn, eure Katja. Ciao, ciao.